Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich's vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Genau so ist es. Und damit herzlich willkommen zurück wieder zurück im Bus-Simulator. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir haben ja 95% erst. Was haben wir denn als letztes gefahren von der Strecke? Ich habe diese hier, ne? Ja. Warte mal, was war das jetzt? Die hervorgehobenen Bushaltestellen generieren kein Einkommen. Okay. Also fahren wir nochmal eine komplett neue. Die nicht hervorgehoben sind. Was ist denn der Cursor hier? So, haben wir oben am alten Sägewerk vorbei. So, Siegwall Lido. Und dann fahren wir hier die Ortsspeicher an. So, und dann soll es das auch gewesen sein. Vorher haben wir eine Strecke vor uns, Route 15. So, dann fahren wir jetzt mal nach. Ja, den setzen wir mal um. Und du fährst mit deinem Bus diese Strecke an. So, kriege ich nicht die Route 2 noch gefahren? So. Dann fahren wir das so. Wollen wir wieder ein bisschen am Bus fahren. Wir müssen ja immer noch ein bisschen Einkommen generieren. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Standard 1. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Genau, du kriegst einen Tag. Senior Anteil 1. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Wochenkarte für Senioren. Und zwar eine. Gut, lässt es durch. Wir fahren wieder mal so am Erdgasbus. Südspeicher ist die nächste Haltestelle. Fahren wir 12 Haltestellen diesmal an. Also wir haben eine etwas längere Fahrt vor uns. So. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Bitte. Ja, Einzel, Standard und 2. 60 Cent kriegst du zurück. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel, Standard, 2,80.
So, der lässt uns jetzt durch. Sieh hin. Die Westspeicher. Das ist super. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Tag Standard 1. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Mhm. Tag Student 1. Danke. So, das Forschungszentrum ist die nächste Haltestelle. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Fahr doch mit dem Fahrrad nichts immer. Zwingt dich doch keiner mit dem Bus zu fahren. So. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Mhm. Danke. So, ich kontrolliere mal Fahrkarten. Klar. Was? Ach so, hier. Hier. Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Gut, alle haben sie können, alle haben sie ihre Fahrkarten. Das ist immer das Wichtigste. Astra Promenade, Endstation. Bitte alle aussteigen. Ach, das stimmt, das ist eine Kurzstrecke, ne? Da ist schon. Astra Promenade ist schon die Kurzstrecke. Alter, eine Stelle. Wow, jetzt ist ein sehr kurzer Tag hier, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, okay, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber scheinbar ist eine Endhaltestelle schon da. Ich weiß nicht, wir müssen ja 85% hinkriegen. Keiner, der sein Müll rumliegen ist. Sehr gut. Der Vorteil ist, dass wir nicht weit haben, bis wir den Bus wegzubringen. Ding mal aus hier. Neutral und Rampe. Wenn man der Motor jetzt immer. Tada oder aus der. Durch.
1000 kassiert, immerhin. So, Streckenplaner. Gucken wir mal, was wir noch so haben. 51 hätte und letztes Mal 59. Ach, wir haben schon wieder verloren. Okay. Die Frage ist, welche verdienen? Wo verdienen wir kein Geld? Ich glaube, dass in dieser Strecke, wo erwartet der Gewinn 0 steht. Dann lösche ich die Strecke, ja. Warte mal. Da, wo kein Gewinn steht, genau. Ja, ich glaube, ja, das sind diese Strecke gelöscht. So. Dann löschen wir die mal raus. Ich will die noch nicht fahren. Ich will die rausnehmen erstmal. Warum immer die ganze Zeit die Strecken? So, neue Strecken. Die wieder reinnehmen. Oh nee, ey. Würde ich die verbinde Landwirtschaftszone und Industriezone. So, warte mal. Warte mal. Nehmen wir die mal raus wieder komplett. Ja, ist gut, Mann. Nein, ich will die nicht reinwerfen. Landwirtschaftszone, wollen wir denn in die Industriezone? Ah, hier oben. Ah, okay. Müssen wir die mal andersrum drehen. Ja. Ich habe jetzt bewusst die rausgenommen, eigentlich die Strecken. So, 6, 7, 8. Gut. Speichern. So, Strecke bearbeiten, Fahrer zuweisen. Du hast gerade nämlich sonst nichts zu tun. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Und wir brauchen eine neue Strecke. Warte mal. 51% aller. Achso, das sind ja die Strecken, die angefahren werden, ne? Schon. Ah, so verstehe ich das gerade mit den Dingen, mit den hervorgehobenen Strecken. Okay, klar. Das sind nämlich die Strecken, die schon angefahren werden. So, da oben kommen wir noch nicht weiter, da irgendwie eine Baustelle drin ist. So, ab zur Zuckerfabrik. Wunderbar. So, okay. Müssen wir mal gucken.
fährst du auf der 17? Verstehst gerade nicht, wieso? Ja gut, kümmern wir uns in der nächsten Woche drum.